Es scheint so zu sein, dass Russland jetzt auch zunehmend auf ausländische Soldaten im Ukraine-Krieg setzt. Das neueste Thema ist jetzt, dass wohl verstärkt auch Syrer angeheuert werden. Es ist da ein Video aufgetaucht über Michail Swintschuk, dem Chef des russischen Telegram-Nachrichtenportals Ribar, dass syrische, wie es hier heißt, Freiwillige in Moskau in einem Rekrutierungsbüro beim Einkleiden zeigt. Wenn die Russen von Freiwilligen sprechen, würde ich das aber trotzdem Söldner nennen. Und Michail Swintschuk erzählt dann auch in seinem letzten Briefing, dass er im Sommer selbst in Syrien war. Swintschuk hat früher für das russische Verteidigungsministerium gearbeitet, in der Presseabteilung, bevor er eben als Blogger dieses Portal Ribar groß gemacht hat. Und als er da in Syrien war, hat man sich auch auf die Suche gemacht nach Antworten auf die Frage, ja, wie viele Syrer könnte man dann in die russische Truppe integrieren? Und Swintschuk spricht davon rund 2000 Mann, die da in Frage kämen, vor allem Leute, die früher auch mit den Wagner-Söldnern zusammen in Syrien gekämpft haben. Neben Syrern beobachten wir auch, dass verstärkt Männer aus Lateinamerika rekrutiert werden, Kuba, Nicaragua, aber auch aus Serbien. Insgesamt scheint es so zu sein, dass Russland natürlich frische, neue Soldaten braucht, aber da eben auf eine zweite Mobilmachungswelle verzichten will. Dieses Jahr sind im März Präsidentschaftswahlen. Wladimir Putin will da Ruhe und irgendwelche Mobilmachungswellen, die würden hier eben für größte Unzufriedenheit in der Bevölkerung sorgen. Deswegen das Rezept ausländische Söldner und natürlich Zeitsoldaten hier aus Russland und sogenannte Freiwillige, wiederum Söldner. Dmitri Medvedev, der Vizechef des russischen Sicherheitsrates, hat veröffentlicht Ende letzten Jahres, dass es gelungen sei, 2023 rund 460.000 Männer, Zeitsoldaten für die russische Armee zu gewinnen. Also man sieht, man versucht das Ganze über das Thema Geld zu lösen und das scheint auch zu funktionieren. Und so der Mindestsold, den ein Zeitsoldat, Söldner bekommt bei der russischen Truppe, das sind so rund 2000 Euro und das ist doch eine Menge Geld für sehr viele Leute hier in Russland und natürlich auch in Syrien, Nicaragua, Kuba oder Serbien. Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.